Sonntag, 16 Uhr, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Macht es euch bequem, holt euch was zu trinken, vielleicht eine leckere Latte und genießt das Video. Kaum ein Thema wurde so häufig in den Kommentaren gewünscht wie dieses, seitdem ich YouTube mache. Das muss ich wirklich sagen. Also wirklich, wirklich, wirklich. Und allgemein habe ich schon immer gedacht, ich mache dieses Thema bald. Dann irgendwie kam immer ein anderes dazwischen und ich freue mich jetzt, dieses Thema mit euch endlich angehen zu dürfen. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich euch doch bitte bitten, einmal, wenn ihr lieb seid, mich weiter supporten wollt und wir hier als Community weiter wachsen wollen und für natürlich mehr Aufklärung im Netz sorgen wollen, ja, abonniert den Kanal, richtig. Und wenn euch das Video gefällt, dürft ihr dem am Ende natürlich auch einen Daumen nach oben geben. Wir sprechen heute über das Thema Fußfetisch. Und dieses Thema ist so gefragt, ich habe es gesagt, wie noch nie. Denn daran seht ihr dann auch, wenn ihr euch gerade angesprochen fühlt und ihr mögt Füße unheimlich gerne, in welcher Art auch immer, da komme ich gleich zu. Ob es jetzt substanzgebunden ist, stoffgebunden oder wie auch immer, dann seid ihr damit nicht alleine. Kaum ein Thema ist so gefragt gewesen. Das bedeutet, es gibt wirklich viele, viele Arten von einer Vorliebe für Füße, weil das ist es, was es eigentlich meint. Es meint, eine Vorliebe zu haben für Füße. Ein Fetisch ist immer etwas, was sagt, ich mag etwas sehr gerne und damit ist es eigentlich dann egal, ob es ein Stoff ist, ob es eine Situation ist, ob es eine Substanz ist oder sonst irgendwas. Es bedeutet einfach nur, eine Vorliebe für etwas zu haben. Und ich finde, dass die Fußfetischisten, also die Liebhaber der Füße, ganz besondere Exoten sind, denn sie können sich wirklich auf super großartige, großzügige Weise austoben, fast würde ich sagen, austoben in ihrem Fetisch. Wir kommen nämlich jetzt dazu, was es alles für Fußliebhaber gibt. Kennengelernt habe ich den, ich sag mal, er steht ganz normal auf Baumwollsockentypen. Der mag einfach Söckchen, er mag es damit zu spielen, er mag die Söckchen vielleicht an sich zu spüren. Und darauf folgt gleich der, ich nenne ihn gepflegte Fußtyp, der eine Vorliebe hat für Pediküre. Das heißt, für immer einen sehr gepflegten Fuß, der vielleicht einen schönen Lack trägt und gut duftet. Duftet in dem Sinne von, er riecht nicht nach Fuß, sondern er riecht frisch. Und dieser Typ, ich würde bezeichnen, ist auch gar nicht so der klassische. Er steht nur auf Fußtyp, denn der mag es, glaube ich, eher so beim Sex damit zu spielen, mal daran zu knabbern, ihn in den Mund zu nehmen, daran zu riechen und ihn zu küssen. Dann haben wir noch den Typen, der mag es dann ein bisschen stinkiger und feuchter. Also am liebsten so, wenn die Füße richtig schwitzen, man das sehen kann und man es auch riecht. Also am besten noch mit Sneakersocken. Die schönen Sneakersocken, die sehen jetzt wirklich gut aus und gepflegt, aber die gibt es natürlich auch in der Form von, sie sind schon 2 Stunden auf dem Laufband gewesen und haben das Fitnessstudio wirklich in allen Aktionen getestet. Das heißt, haben so einen richtig krassen Schweißfuß. Dann riechen die natürlich nicht mehr so gut, sage ich mal, sondern können mitunter etwas strenger riechen und vielleicht auch nass sein. Dieser Typ Fußliebhaber mag es dann gerne etwas intensiver. Mein persönliches Highlight, den ich bisher kennengelernt habe, das war mein Fußsockentee-Fetischist. Der fand es dann toll, wenn ich ihm aus einer Stinkesocke einen Tee gekocht habe und der den zum Wohl am liebsten schlürfen wollte. Und dann gibt es natürlich noch den Typ, der es etwas eleganter mag. Der ist nämlich nicht zu unterschätzen. Also das ist gerade der Typ, der es auch, ja, vielleicht nicht nur der Fußliebe zu Liebe, sondern auch so einfach gerne mag in Nylons.
Und damit können jetzt so Halterlose gemeint sein, mit so einem Riemchen hier oben, die man bis zum Oberschenkel zieht. Es können natürlich aber auch Füßchen, also so Fußlinge gemeint sein oder einfach Strumpfhosen, die er sich überziehen kann oder die sich Frau überziehen kann. Das gibt es nämlich auch, dass er das selber gerne an sich mag. Also ich finde, ihr merkt es schon, der Fußfetischist ist ein Exot. Er ist super vielseitig. Was ich nicht vergessen möchte, sind meine Fußfetischisten, die auch gerne auf Schuhe stehen. Und damit müssen jetzt nicht immer Stiefel oder High Heels gemeint sein, auch wenn ich die wirklich sehr schick finde. Zum Beispiel sind das hier eine meiner Lieblingsheels. Die finde ich einfach total geil, weil die halt einfach auch hier so einen schmalen Fuß, ja, ich habe ja einen schmalen Fuß machen, aber so einen schicken, eleganten Fuß trotzdem irgendwie und einfach schick aussehen. Aber ich meine damit den Typ, der auch auf Birkenstocks steht oder auf Sandalen. Und das mag, wenn im Sommer ein Fußabdruck hinterlassen wird oder am besten das Ganze nach einer Fußkäse riecht. Also, das bedeutet einfach, ihr könnt so vielseitig sein mit euren Fetischen. Ihr müsst euch dafür nicht schämen und es gibt so viele, die sich gerade diese Woche das Thema gewünscht haben, dass es einfach für mich völlig normal ist. Es bedeutet für euch nicht, wenn ihr eurem Partner euch öffnet und sagt, du hör mal, ich habe da eine Vorliebe für Füße, dass ihr nicht normal seid. Ganz im Gegenteil, dazu komme ich nämlich gleich. Aber es bedeutet für euren Partner, dass er nicht Angst haben muss. Denn ich finde das persönlich gar nicht schlimm. Ich finde, Fußfetisch ist einer mit der schönsten Fetische, die es eigentlich gibt, meiner Meinung nach. Also, ne, jeder kann sich ausleben, wie er möchte. Und ich finde es gut, dass wir alle so vielseitig sind und viele Vorlieben für irgendwas haben. Aber ich sag mal, ich als Frau, ich liebe Fußmassagen. Und es bedeutet ja nicht, dass, wenn mein Partner auf Füße steht, es halt die ganze Zeit nur darum gehen muss, dass er den Fuß im Fokus hat, sondern es kann ja auch viel mehr darum gehen, dass es beim Verkehr da ein bisschen mit spielerisch gearbeitet wird. Oder er Massagen verteilt oder dabei halt ein bisschen die Füße liebkost oder man ihn mal mit einem kleinen Footjob überrascht. Warum also Fußfetischisten? Warum ist das Ganze so interessant? Darauf kommen wir jetzt. Was bedeutet das eigentlich und wieso ist das so? Weil ich glaube, das ist mit die größte Frage, die es gibt, die gerade bei euch im Raum steht. Ein riesengroßes Fragezeichen. Warum? Und ich kann es euch ganz einfach erklären und ihr werdet gleich den Aha-Moment eures Lebens haben, wenn ihr euch mit diesem Thema mehr beschäftigt habt. Was ist ein Fußfetischist? Alles, was du darüber wissen musst. Was genau versteht man unter einem Fußfetischist? Bei den Fußfetischisten handelt es sich um eine Person, die Füße regelrecht vergöttert. Der Fachbegriff für den Fußfetisch lautet Podophilie. Natürlich werden jetzt viele dieser Arten und Lust belächeln und finden es etwas crazy. Jedoch gibt es mittlerweile extrem viele Anhänger des Fußfetischismus und die Tendenz ist definitiv steigend. Warum genau Füße? Das sagen Wissenschaftler und jetzt wird es interessant. Der Fußfetischist ist besonders bei Männern stärker ausgeprägt. Die Verbindung von sexueller Erregung und Füßen ist gar nicht so obszön, wie es vielleicht für ein paar von euch erscheint. Nämlich fanden Neurowissenschaftler heraus, dass diese Gehirnareale der Genitalien und der Zehen direkt nebeneinander liegen und dadurch leicht eine Reizüberschneidung und Stimulation stattfinden kann. Das macht es doch so logisch. Deswegen ist es doch eigentlich völlig normal, dass sehr viele und vor allem Männer eine Vorliebe für Füße haben. Kleine Füße bei Frauen beispielsweise gelten als Zeichen der Fruchtbarkeit, weil sie einen hohen Östrogenspiegel belegen können. Vielleicht auch ein Grund, warum viele Frauen ihre Füße dank Fußpflege lackiert, Fußnägeln, Nylonstrümpfen und Highheels mühsam für Männer oder Frauenwelt in Szene setzen können. Tatsache ist, Füße sind sehr wohl erotisch und anziehend. In welchem Rahmen sie eben bei jedem Einzelnen sehr verschiedenen. Es gibt ja auch Menschen, die Füße und besonders Zehen gar nicht abkönnen. Also ich fand Füße in der Pflege immer so ein bisschen, aber da habe ich mitunter natürlich auch sehr ungepflegte Füße gesehen, wenn ich die Bettdecke dann hochgehoben habe. Allgemein gepflegte Füße finde ich auch sehr schön und ich glaube, ihr habt es gehört, Füße sind sowas von normal und eine Vorliebe für Füße zu haben ist ebenfalls sowas von normal. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die verschiedenen
Vorlieben eingehen. Ich habe ja ein paar schon angeschnitten. Jetzt nochmal ganz grob unterteilt gibt es zum Beispiel Toe-Sucking. Das bedeutet einfach das ja, Liebkosen der Füße, der Zehen, daran rumspielen, in den Mund nehmen. Dann gibt es den Foodjob oder Toe-Job. Das bedeutet einfach, dass man mit seinen Füßen das beste Stück verwöhnt. Dann gibt es natürlich den Shoe-Job. Das habe ich vorhin auch schon angesprochen, dass es diese Vorliebe gibt für die Leute, die gerne den Fuß in Schuhen sehen. Und da ist es halt wirklich egal, ob es ein Stiefel, ein Birkenstock oder sonst was ist. Es gibt das Trampling. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist so eine Art von, ich sage mal, einer Körpermassage, die von sehr stark bis sehr soft sein kann. Das meistens ins Darm auf dem Partner rumtrampeln und dann auch da, wo er es mag, ob es jetzt in der unteren Intimregion ist oder im Gesicht. Und es gibt das Crunching. Und das Crunching, das erinnert mich immer an diese, ich glaube, es war Ballet, wie heißt es? Diese Pizza, Spaghetti-Werbung, also für diese Soße. Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass da Menschen in einem Tomatenfass rumgetrampelt sind und Tomaten zerquetscht haben. Nämlich dieser besondere Punkt von diesem Fetisch bedeutet, dass die Menschen darauf stehen, dass Nahrung zertrampelt wird. Ihr seht einfach, Fußfetischisten können von bis sein und sie sind wirklich sehr wandelbar. Ich finde, es ist so ein interessanter Fetisch, über den man eigentlich viel öfter sprechen sollte. Und ich bin dankbar, dass ihr das Thema diese Woche gewählt habt und dass ich mal endlich drüber sprechen konnte. Also wenn euch das gefallen hat, lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Lasst mich wissen, ob ihr eine Vorliebe für Füße habt. Wenn ja, wann ihr die entdeckt habt oder falls ihr Füße nicht mögt, dürft ihr es mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mir auch euer Wunschthema in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich sage wie immer, bleibt unanständig. Einen dicken Kuss auf die Nuss und bis nächste Woche. Achso, nicht vergessen zu abonnieren und ihr dürft mir auch auf Insta folgen.